Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Transport Fever. So, hier wurde wieder Kohle abgeladen, abgeliefert, damit wir auch ordentlich Kohle machen können. Jetzt kann ich hier mal dieses Bauwunder abreißen. Da könnten wir mal gucken, ob wir eventuell von hier... weg was bauen können. Krümmung zu groß. Und Steigung zu hoch. Okay. Ja. So viel dazu. Ist halt einfach dämlich gebaut. Drücken wir es doch so aus, wie es ist. So. Lebensmittel, ja, die sind natürlich erst da eben hingefahren. Ups. Nein, 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 so war das nicht gedacht. Halt! Stopp! Brr. Mein Fehler. Man sollte den Modus abschalten. Wenn man ihn denn nicht braucht. Sonst reißt man nämlich einfach ab, ohne es zu wollen. Du kannst wieder hinliefern, die Linie gibt's wieder. So, Ich würde ja bald gern mal das Krokodil kaufen. Frage, die sich da natürlich stellt, kaufen wir das zusätzlich? Das würde fast Sinn machen, ne? Aber da brauchen wir dann richtig Geld. Was kostet das nochmal? 2,9. Über die brauchen wir gar nicht zu reden mit 5,7. Teuer, teuer, teuer. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, wir haben Schlacke, ja, sehr schön. Die wird jetzt auch wieder transportiert. Hoppala. Der ist jetzt ganz ordentlich beladen. Lebensmittel hat er natürlich gerade keine dabei. Aber hier liegen ordentlich Lebensmittel. So soll das sein. Ah, unser Kohlezug. Dann dürfte es gleich wieder Klingling machen. So, und die Kasse wird gefüllt. Ja, ein bisschen müssen wir jetzt einfach auch sparen. Damit wir uns die neuen Loks und so leisten können. 2,41, sehr schön. Wir sind dem Ziel wieder ein Stückchen näher. Bist du schon angekommen? Ja, bist schon angekommen. Und voll mit Lebensmittel. Naja, was heißt voll?
voll wäre anders. Und da ist unser Steinzug. Sehr schön. Wie alt sind die jetzt eigentlich? 11 Jahre. Ich glaube, der älteste ist der hier, ne? Der, den ich gerade verpasst habe. So. 14 Jahre, ja. Ist natürlich so die Frage, wann müssen wir heute anfangen, die Züge abzulösen? Der hier könnte natürlich schon, ja, nochmal Verstärkung gebrauchen, auf jeden Fall. Die eine Linie, die ist jetzt noch... nicht wirklich grün. Ja, aber er transportiert, oder? Nee. Fahrzeuge. Null von 8 ist ausgesprochen wenig. Achso, vielleicht sollte ich mal die Map anschalten, was hier wo ist. Um dann zu sehen, hier vorne ist Industrie, ich hole Nuss. Wohnhäuser. Wohnhäuser sind alles die, die nicht betroffen sind. Nett. So. Dann machen wir hier noch eine. Grün sind Wohnhäuser. Ist eigentlich alles da hinten, ne? Dann machen wir den hier noch mit rein. Klong. So, Linie. Haltestelle hinzufügen. So. Da haben wir dann zumindest mal einen Großteil der Wohnhäuser mit abgedeckt. So. Dann macht es jetzt gleich wieder Klingeling. Genau, jetzt. Der ist da unterwegs. Und der ist gerade abgedampft, ne? Baumaterial, Lebensmittel. 125 und wir können ganze 16 transportieren. Ich sage nur, wow. Was kostet einer? 2,8, ne? 2,9. Das heißt, wir können uns einen Anhänger dazu leisten. Das macht insgesamt wenig Sinn.
da macht es, glaube ich, mehr Sinn, wenn wir hier die Strecke nochmal erweitern. Machen wir jetzt doch eine zweigleisige Brücke. Jetzt muss ich nur hier irgendwie rüberkommen. Genau, dumm. Können wir dann gleich, wenn Kollege hier abgefahren ist, wo kommt denn da der Abzweig? Da. Das heißt, dann müssen wir da vorher mal irgendwie rüberschwenken. Kann ich das überhaupt? Kann ich, sehr schön. Geld haben wir genug. So, Schiene. So. Dann machen wir hier noch eine Weiche rüber. Warum nicht möglich? Und das gleiche Spielchen machen wir hier auch nochmal. So, dann setzen wir da vorsichtshalber nochmal Signale hin. Dumm. 1 dort. 1 dort. Ist da schon 1? 1 dort. Und 1 dort. So. Dann haben wir den Teil nämlich auch zweispurig. Das heißt, hier der unsere schicke Dampflok braucht jetzt eigentlich, ja, sie ist jetzt auch auf dem Gleis unterwegs. So sollte das sein. Du bist gerade abgefahren, okay. Dann können sich jetzt nämlich höchstens noch die zwei hier ins Gehege kommen. Da können wir noch Signale unterbringen. Was war das?
Ich habe das doch nur zum Gucken dahin gesetzt. Jetzt sehe ich nichts. So. Genau, da kann... Perfekt. So läuft das Ganze jetzt deutlich reibungsloser. Und dann sollten wir nämlich auch bald die nächste Lok kaufen können. Und dann können wir endlich voll durchstarten mit den Lebensmitteln. Da machen wir dann rein Stahl- und Lebensmittelzug. Oh, da leuchtet was rot. Was ist mit denen? Versuchen, mehr Einheiten abzutransportieren. Ja, ich bin dabei. Ist in Arbeit. So, einmal. Und dann brauchen wir Waggons. Mehr wären schon schön. So ist es gut. Oh, kann ich gar nicht auf das Gleis da wechseln? Doch, hier hinten kann ich dann, oder? Genau. Sehr schön. Ah, wir haben wieder... Kaufen, kaufen. Was kosten die Rungenwagen? Genauso viel. Dann warten wir gerade noch. Wow. Das ist alles Lebensmittel. Dürfte gleich wieder Geld geben, sobald er angekommen ist dort. Und dann können wir nämlich noch zwei Rungenwagen dazu holen und die dann
Ja, auch auf der Strecke einsetzen. Es muss dazu nur hier der Zug erstmal ankommen. Eventuell müssen wir dann noch einen zweiten Tunnel bauen. Das muss ich mal schauen. Oder halt den Tunnel erweitern. Auf zwei Spuren. Wie sieht denn das hier aus? Lebensmittel Jobköping ist immer noch im Minus. Aber ich glaube, die machen sich dann jetzt bald. So, der fährt gerade ein. Das heißt, jetzt gibt es gleich Geld. Dann kann ich hier schon mal rübergehen. So, Züge kaufen, Rungenwagen. Hallo? Kaufen. Oh, nur einen? Warum nur einen? Ich will aber noch einen. Ich glaube, so lange müssen wir jetzt gerade warten. Bis der Kollege die Kohle abgeliefert hat, dass wir wieder mehr Kohle haben. Und dann haben wir zumindest schon mal 6 Anhänger. Und das wäre ja kein Fehler. Jetzt muss er nur noch ankommen. Uhu. Da ist er. Oh. Der hat reduziert, das ist übel. Das ist ganz übel. Ah ja, die Ware wird nicht mehr abtransportiert. Nicht gut. Wie viele Einheiten hat er? 15. Das ist nicht viel. Das noch für einen weiteren Wagen reicht? Ich hoffe es. Ich habe gerade ein bisschen Zweifel. Ja. So viel dazu. Ist jetzt noch einer in Sicht, der bald zahlt? Bald Einnahmen bringt, der da. Warten wir den noch ab. Irgendwer poltert da. Von meinen lieben Nachbarn. Ach ja, und der kommt ja auch bald an. Vielleicht reicht es zumindest, dass wir noch ein Wägelchen kriegen. Ich würde es doch sehr begrüßen. Es geht ja schon wieder so weit ins Minus. Muss das sein? Komm. Ja. So, Linie zuweise, Stahlhafenbahn zuweisen, nicht zuweise.
halte ihn mal kurz an. Damit der hier nämlich weiterfährt. Oh, wir können nochmal einen Anhänger anhängen. Ab ins Depot. Dann kriegt er nämlich gerade nochmal einen. So. Kaufen. Nicht aufrüsten. Stahlhafenbahn. So. Das macht dann nämlich schon einen Unterschied, ob wir da drei Anhänger oder zwei haben. Schönes Bild. Doch, gefällt mir. Jetzt müssen wir nur gucken, dass er hier weiterfährt, sobald er freie Bahn kriegt. Die er hätte, wenn wir hier ein Signal hinmachen würden. Dann kann ich ihn hier nämlich gleich, sobald er durch ist, umdrehen lassen. Und dann kann er erstmal Ware holen. So. Erst einmal voll machen, bitte. Und dann sage ich jetzt auch schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch übermorgen wieder mit dabei. Wenn wir jetzt dann auch noch versuchen, Jöp Köpping auf die 10% zu bringen. In diesem Sinne, tschüss, bis übermorgen.